Hallo und herzlich willkommen zur Thule Blockhaus TV. Eine neue Folge heute aus dem wunderschönen Oberfranken, genauer aus der Nähe von Coburg. Hier sind wir zu einem kleinen Einweihungstrunk eingeladen. Wir haben hier einen Kube errichtet und das möchte ich Ihnen heute mal vorstellen. Frau Fischer. Hallo. Hallo. Wir dürfen heute hier drehen bei Ihnen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wir haben uns Ihr Haus ausgesucht, weil es einem Trend widerspiegelt, den viele Leute in Deutschland im Moment haben. Sie verkleinern sich. Mhm. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so ein doch relativ kleines Haus zu bauen? Also ich denke doch, groß bauen kann mittlerweile jeder. Ja, es ist ein Trend. Und das Schöne ist einfach, dass es klein und kompakt ist. Das heißt, man hat alles kombiniert und zusammen in einem kleinen Häuschen. Wie viele Zimmer hat das Haus? Wir haben eine offene Galerie als Schlafzimmer in dem Sinne. Wir haben ein Wohnzimmer mit gemeinsamem Essbereich und die Küche und zwei Bäder. Zwei Bäder? Ja, also man könnte eigentlich so davon sprechen, dass ich jetzt sage, okay, es wäre eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und Sie leben dort zu zweit? Richtig. Das ist wirklich gut und prädestiniert, auch muss ich sagen, selbst für zwei Personen. Man hat alles, was man sich wünscht. Also man hat einen begehbaren Kleiderschrank, der nicht fehlen durfte. Man hat eine Abstellkammer, wo man einfach die Sachen, die man so im Alltag eben benötigt, aber die man nicht gleich sehen soll, verstauen kann. Mhm. Wir haben eine große Regendusche, die dann, ja, für die auch der Platz da noch ausreichend war. Man hat eine gemütliche Couch und man hat natürlich die schöne offene Terrasse mit einem wunderschönen Blick auch in die Natur. Jetzt denkt man ja, wenn man so ein Haus sieht, dass es unheimlich aufwendig ist, das zu bauen. Sie haben das aber wahrscheinlich nicht selber gebaut, sondern bauen lassen. Wie lange hat es gedauert? Richtig. Ich habe einfach im Internet mal geguckt und mich informiert. Bin da auf die Firma Thule gekommen, hat mich sofort angesprochen. Vor allem die schöne Glasgalerie in dem Haus, wo ich dann gesagt habe, jawohl, das ist ein guter Weg, da möchten wir gemeinsam den Weg gehen. Ich sag mal, insgesamt von der Planung mit dem individuellen Hausschnitt, den individuellen Bauplan, den wir noch aufgelegt haben, bis jetzt zum Finale, zum Einzug, 3 Monate. Okay, das ist relativ schnell. Ja, war eine schnelle Entscheidung, schneller Kauf und dann ging es auch schon los. Also wir haben vielleicht insgesamt 5 Wochen gewartet, bis die ganzen Bretter eben da waren, vorhanden waren. Und dann kamen die LKWs, dann kamen die Jungs und dann ging es los. Okay. Wie ist das Klima in dem Haus? Das Klima ist super. Wir haben so die kleine Problematik, dass es jetzt gerade im Sommer, wo es so heiß war, dann doch oben recht unangenehm wurde, auch zum Schlafen. Haben jetzt eine neue Klimaanlage, oder was heißt eine neue? Wir haben eine Klimaanlage uns besorgt, haben auch schon eingebaut. Perfekt. Ja, kühl schön runter. Im Winter haben wir 2 Heizungen, die das Ganze beheizen. Perfekt. Super. Und Sie sind zufrieden, würden es jederzeit wieder so machen? Super. Also ich würde jederzeit so ein Häuschen wieder hinstellen, wieder bauen. Es nimmt keine Zeit in Anspruch, es in dem Sinne zu pflegen. Man ist schnell durch mit dem Haushalt, eben weil es so klein ist. Und man hat aber alles, was man braucht. Also ich habe einen Arbeitsbereich, wenn ich im Homeoffice bin, wo ich mich ausbreiten kann. Es ist alles, was man benötigt und alles, was man so an kleinen Wünschen und Träumchen hat. In unseren, ich glaube, 75 Quadratmeter hat es kombiniert. Super. Prima. Dann bedanken wir uns und wir wünschen Ihnen alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Ich habe zu danken, dass Sie uns heute hier besucht haben. Sehr gerne. Mhm.